Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky. Und ja, ich bin in einer neuen kleinen Aufnahmesession. Ich musste jetzt erstmal gucken, was ich hier noch zu tun habe. Und das ist doch einiges. Ich bin auch gerade überlegen, ob ich nicht mit meinem normalen Raumschiff losfliege. Aus zwei Gründen. Also ich habe nach Wassersphären gescannt. Und habe natürlich keine gefunden. Er hat mir in den Kommentaren geschrieben, dass man eigentlich Regogen fast überall findet. Also, ne, also die kann man wiederum nicht scannen, aber die findet man. Und anders bei den Wassersphären, da findet man die nicht. Moment. Die findet man nicht, das habe ich ja nicht gesagt, das meine ich gar nicht. Ich meine, die Wassersphären findet man durch Scannen. Aber das heißt nicht unbedingt, dass die hier auf dem Planeten noch zu sehen sind. Ich werde jetzt trotzdem mal. Ich werde jetzt trotzdem mal hier mal ein bisschen gucken. Weil auch da gab es verschiedene Ansichten. Der eine sagt, Wassersphären findet man eigentlich nur ganz, ganz tief im Wasser. Und der andere sagt, man findet die auch teilweise an der Oberfläche. Es kommt eben halt auf den Planeten drauf an. Da müssen wir eben mal gucken. Und was wir auf jeden Fall brauchen, ist auch Antrium. Ist auch Antrium, weil wir brauchen ja diese galvanischen Zellen. Und die brauche ich wiederum für die Lager. Und da ist Platin drin und so weiter und so fort. Also das. Und das Platin, das brauche ich auch, weil Platin hatte ich dann doch schon eine ganze. Guck mal, hier schon mal. Können wir schon mal knicken. Und die Anomalie wird auch schon wieder angezeigt. Warum auch immer, da waren wir doch schon, oder? Ja gut, wahrscheinlich nicht in diesem Sonnensystem. Man findet die ja mal alle paar Sonnensysteme, die Anomalie, und da bekommt man ja dann immer wieder neue Sachen, unter Umständen. Oh, auch nicht so doll. Nee, und dann wollte ich jetzt erstmal nach einer Höhle gucken, damit wir Antrium kriegen. Antrium brauchen wir dann, wie gesagt, für die galvanischen Zellen. Und wir brauchen ja pro Lager immerhin zwei galvanische Zellen. Also brauchen wir, glaube ich, pro galvanische Zelle 50 Antrium, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das heißt, ich brauche schon 100 Mal Antrium überhaupt für ein Lager. Und da ich ja insgesamt 10 Stück an der Zahl bauen möchte, könnt ihr euch ausrechnen. Und aber zwei Lager haben wir ja schon. Aber das bringt uns ja auch nicht weiter. So viele Höhlen habe ich hier noch gar nicht gesehen. Eher so Unterwasserhöhlen. Das ist mehr hier auch ein Wasserplanet. Ich meine, das sieht man hier auch anhand des Wassers. Das ist jetzt keine Überraschung. Aber, ja. Das Problem ist, man sieht hier so wenig Höhlen. Das ist, wäre natürlich nicht so praktisch. Auf der anderen Seite, gut, dann fliegen wir halt auf einem anderen Planeten. Dieser Planet gefällt mir so an sich schon ganz gut. Ich meine, es wird immer noch Planeten geben, die noch schöner aussehen. Und wir werden auch das nächste Mal wieder wechseln. Also sollte sich tatsächlich hier noch irgendwas auftun, wovon ich mal ausgehe, einfach ein Planet, der noch viel geiler aussieht. Der so richtig schön grünes Gras hat und wo man sich so richtig schön wohlfühlt. Also dann ist das auf jeden Fall klar, dass ich dann nochmal wieder umziehe. Das ist dann so klar wie Kloßbrühe. Und wir nehmen auch nochmal... Ach nee, guck mich immer, ich denke mal, das ist Krysonit, dabei ist es gar kein Krysonit. Ja, Stürme dauern hier zum Glück auf dem Planeten nicht so lange, also das gefällt mir schon mal sehr gut. Und richtig gefährlich werden die auch nicht. Gold, alter Finne. Kanonenscharten, Täter, Omegon, Gold und Zink. Wir haben ja sowieso noch so viel auf dem Zettel. Ich soll ja auch noch mal sehen, dass ich mal mein Schiff aufwerte, dass wir da ein neues Schutzschild, dass wir das noch einbauen und so weiter. Das müssen wir alle so viel auf dem Zettel. Das ist echt abnorm. Nichts gefunden. Das ist schön. So, Plutonium nehmen wir natürlich auf jeden Fall mit. Weil farmen müssen wir wie die Seuche. Aber wir brauchen Antrium. Ich tendiere ja tatsächlich dazu. Mal einen anderen Planeten zu besuchen, weil ich glaube, das ist mehr so ein... Naja, Höhlen hat er schon, der Planet, so ist es nicht, aber der hat diese Höhlen. Da hinten ist zum Beispiel eine Höhle. Jetzt, wo ich gerade sage, hier sind wenig Höhlen, weißt du? Da ist auch noch eine Höhle, glaube ich. Sieht zumindest von hier so aus. Weil in der Nähe von Höhlen ist meistens Antrium.
meistens. Hier haben wir schon mal Antrium. So. Das scannen wir doch einmal durch. Auch nichts Aufregendes gefunden. Wo ist denn? Muss eigentlich. Ach, die steht direkt davor, Mann. Ganz toll. So. Aber so viel Antrium kriegen wir immer nicht raus. Das sind mal so 8 Antrium pro Pflanze. Das ist. So, der Knüller ist das nicht. Aber irgendwo müssen wir das Antrium herkriegen. So. Überall, wo es leuchtet, haben wir auf jeden Fall Antrium. Was bist du da hinten? Du bist Plutonium. Die nehmen wir auch mit. Was leuchtet da? Ach, guck mal hier. Siehst du, ganz schwer zu sehen. So, Antrium. Schade, dass die kein Antrium haben. So, da haben wir 9 Büsche Antrium. Antrium, Antrium, Antrium. Hier muss auch noch irgendwo Antrium drin sein. Immer wo es leuchtet. Tamium. Ah, siehst du. Ich sage ja, die Stürme dauern hier nicht allzu lange. Das finde ich schon mal sehr geil an dem Planeten. Vor allem hat man eben nicht so die extremen Temperaturen hier. Das finde ich ja noch super entspannt. Was ich schade finde, dass hier die Pflanzen, wenn man die zerschießt, dass es dann nicht auf einmal dunkel wird. Weil dann läuft man da immer wieder hin und denkt, oh, ich habe da noch einmal Antrium übersehen. Aber hier trotzdem. So. Dann ist auch nochmal Antrium. Ich wollte gerade sagen, hier ist auch so die auch nochmal Antrium, was ich gesehen habe. Ja, sauber. Gut, wir brauchen noch mehr Antrium. Wir brauchen so viel Antrium. So viele Lager. Ich meine, es ist natürlich auch immer Sünde. Es ist natürlich auch immer Sünde, dass man das alles wieder aufgibt. Ich meine, wir haben natürlich die alten Lager, haben wir ja da und zum Glück wird das Material da drin gespeichert, aber letztendlich kriegt man ja auch nicht alles wieder. Also wenn man eine neue Basis macht, zum Beispiel das Antrium habe ich nicht wieder gekriegt. Ne? Weil wir haben ja noch einige Sachen mehr installiert. Oh nee, stimmt gar nicht, wir haben galvanische Zellen. Stimmt, wir haben, ich rede ja im Blödsinn. Nee, galvanische Zellen haben wir ja wieder gekriegt, aber kein Antrium, ist ja klar. Wir haben das Antrium meistens ja mal verarbeitet. So. Fleißig Antrium sammeln. Antrium, Antrium. So. Antrium, mehr Antrium. So. Ist natürlich äußerst spannend, jetzt immer Antrium abzubauen. Aber nützt ja nichts. Wir müssen ja Lager haben, weil in unseren alten Lagern, da sind die ganzen Materialien drin, die wir noch brauchen. Weil ich brauche jetzt zum Beispiel auch noch, für was brauchte ich denn jetzt noch Platin? Muss ich mal eben kurz gucken. Guck mal, wir haben schon 52 Antrium. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir so viel schon gesammelt haben. Dann machen wir doch gleich 2 Stacks voll, oder? Schön lecker Antrium Farm. Wenn das so fix geht. Dann machen wir gleich 2 voll. Na gut, es summiert sich schon. Guck mal hier, siehst du, zack, hast du schon wieder 22. Also, das geht schon fix. Nur letztendlich eine einzelne Pflanze, die bringt vielleicht gerade mal so bis zu 10 im Durchschnitt. Guck mal, hier haben wir jetzt 9. So. Antrium. Ups, zwischendurch mal scannen. Dann ist auf jeden Fall auch nochmal Antrium. Da. Muss auch irgendwo Antrium sein. Schade, wie gesagt, schade, dass die kein Antrium geben hier.
Leuchtet doch schließlich auch, Mensch. Ja. Ja, das ist natürlich jetzt erstmal, muss man erstmal wieder ein paar Sachen farmen. Das nutzt ja alles leider nichts. Deswegen sage ich ja, man kriegt zwar Material wieder mit von der alten Basis, aber man muss dann doch noch eine ganze Menge dazu farmen. Denn wie gesagt, also ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe, glaube ich, insgesamt... Ich bin mir nicht echt nicht sicher. Ich glaube, ich hatte 7 galvanische Zellen, glaube ich, wiederbekommen. 7 galvanische Zellen hatte ich, glaube ich, wiederbekommen. Und das sind ja nicht alle Lager, die wir gehabt haben. Deswegen müssen wir mal gucken, ob wir tatsächlich auch wieder alle Lager oder alles an Material wiederkriegen. Oh, guck mal, hier ist... Oha, oha. Nochmal ein richtiges, nettes Antriumbeet. Mal gucken, ob wir uns nachher vielleicht sogar Antrium anpflanzen können. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, das, was wir damals in der Farm hatten. Ob wir da die Pflanzen auch wieder bekommen oder ob wir da noch ein paar Samen da hatten, weil ich bin mir da jetzt nämlich da gerade nicht sicher. Das ist, glaube ich, auch nicht so ohne. Das geht doch tatsächlich weg, oder? Warte mal. Doch, das Licht geht tatsächlich weg. Ich war immer der Meinung, das Licht bleibt da. Das ist, haben wir das auch geklärt. Das ist doch gut. Dann geht das Licht ja weg, dann wissen wir dann auch, dass wir alles erwischt haben. So, das auch nochmal. Das ist ja gut. Irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass das Licht dann trotzdem weiter brennt. Aber manchmal sind die Pflanzen ja auch noch in den Steinen quasi drin, weil die halt so überlappen. Und dann kriegt man die halt so schwer. So, ist dann ja auch nicht Wumpe. Okay, siehst du. Gut, wir haben 2 Stacks Antrium. Das heißt, wir können machen. Wir haben insgesamt 500. Wir brauchen insgesamt 100 für eine Lagerfläche. Das heißt, wir können 5 Lager bauen. Also schon mal nicht verkehrt. Können wir irgendwas wegschmeißen? Guck mal hier, Kohlenstoff können wir wegschmeißen. Die 2 Stück, die brauchen wir nicht. Chrysonit würde ich schon ganz gerne mitnehmen, weil wir das relativ selten finden. Deswegen würde ich das schon auf jeden Fall schon mal ganz gerne behalten wollen. Und dann nehmen wir lieber noch einen Stack Antrium mit. Dann wird das halt heute mal eine Antrium-Folge. Wir müssen hier auch ein bisschen was zu weit kommen. Dann nehme ich lieber doch einen Stack Antrium mit. Oder 3 Stacks Antrium mit. Dann können wir erstmal wieder ein paar Lager bauen. Das ist schon nicht so ganz verkehrt. Weil ich muss da schließlich an das Material rankommen. Ich werde hier aber auch auf alle Fälle auch noch eine ganze Weile bleiben. Also hoffe ich zumindest, dass ich hier noch eine Weile im Sonnensystem bleibe. Irgendwie ruckelt das Bild heute so ein bisschen. Seht ihr das? So ein bisschen zack, 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 zack. Ich weiß nicht, was da los ist. Mal kurz mal in die Grafikoption reinschauen, weil das ist mir so ein bisschen suspekt. Controller-Vibration. Ja gut, wir können das ganze Ding eigentlich auch mal mit dem Controller spielen. Das würde ich auch mal ganz gerne ausprobieren. So, Vollbild, Sekundär, Fenstermodus, Sekundär... Ist eigentlich auch nicht ganz richtig, aber naja, egal. Sichtfeld zu Fuß. Das ist eigentlich alles auf Max. Alles auf Max. 60 FPS ist auch gut. Reflexion. Blende-Details. Mittel. Machen wir mal hoch. Schatten-Details. Textur. Anwenden. Na toll. Na gut. Also nicht in den nächsten 3 Folgen. Weil ich nehme jetzt das, glaube ich, erstmal für eine Woche erstmal auf. Mal gucken, vielleicht schaffe ich nachher noch ein bisschen mehr, aber dann habe ich zumindest die Folgen für die kommende Woche schon alle fertig. So. So. Da ist auch nochmal Antrium. Fleißig farmen. Fleißig. Achso, da ist nochmal. Nicht mehr, da sieht man die echt ganz leicht. So, da ist nochmal Antrium. Meine, leichter geht es ja schon kaum. Du siehst überall, wo es leuchtet, und da, wo es leuchtet, ballerst du drauf und dann hast du dein Antrium. Das ist auch alles weg. Ja, jetzt alle liebst. Da ist auch noch Antrium. Ja, fleißig Antrium. Da ist ein Antrium. Ja, da haben wir erstmal 750 Antrium gleich. Da kann man erstmal wieder ein bisschen was machen. Das heißt 7 Zellen können wir machen. Und das ist das, was ich meine. Hier sieht man nirgendwo Antrium.
das hier leuchtet. Da. Ich schieße auf etwas, was nicht da ist. Also, aber es wird mir Antrieb angezeigt, also baller ich drauf und ich kriege Antrieb. Naja, was soll's. So, da ist er noch. Oh nein. Toll. Aber zum Glück sind wir schon mal im richtigen Menü. So, nehmen wir ein bisschen Plutonium. Noch ein bisschen Plutonium. Plutonium ist ja auch jetzt nicht unbedingt so massig. Also da müssen wir also ein bisschen... Ups. Da. So, wie viel haben wir noch? Wie viel brauchen wir noch? Ey gut, wir können natürlich, wenn wir ganz flugsgeil und geil drauf sind, können wir natürlich das Antrium natürlich hierhin verschieben. Können wir ja machen. Wir zum Raumschiff hin können wir ja immer verschieben. Das ist ja nicht das Problem. Na, da habe ich mir ehrlich gesagt jetzt auch keine Lust zu. Ich meine, dann haben wir gleich zwei, wir haben dann gleich vier Stacks voll sogar. Kohlenstoff, also es kann vielleicht sein durchs Plutonium. Das kann vielleicht sein durchs Plutonium, dass ich da noch einen Platz frei gemacht habe. Gut, das heißt, wir hätten dann insgesamt 1000. Das ist geil. Dann könnten wir sogar 10 Lager bauen, die wir gar nicht brauchen, weil wir ja schon 2 gebaut haben. Das heißt, wir könnten tatsächlich alle 8 Lager schon hier bauen. Das finde ich schon sehr, sehr geil. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist ein feiner Zug von der Spielmechanik oder von den Entwicklern, dass sie gesagt haben, so, wir machen das so, dass wir... dass die Lager kompatibel sind. Also auch wenn die Lager nicht als solches nicht mehr existieren, dass man denn... die Lager quasi mitnehmen kann. Das finde ich schon sehr, sehr geil, weil stell mal vor, wir würden jedes Mal eine neue Basis bauen und würden jedes Mal das Material da drin verlieren. Also das ging ja gar nicht. Ja? Das geht ja gar nicht. Also da würde ich ja... das wäre überhaupt nicht fein. So, fleißig antreiben. Ich weiß, es ist jetzt nicht unbedingt so schön hier. Ein schönes Foto. Du siehst so attraktiv aus. Da müssen wir gleich mal. Aber das finde ich auch ein bisschen blöde, dass sie nicht wegmachen. Ich meine, wenn ich schon das HUD ausblende, dann soll er auch alles ausblenden. Weißt du, warte, machen wir uns jetzt mal die Arbeit. Und wo war das jetzt? Das war eine Option, glaube ich. Da machen wir mal Fotomodus an. Soll angeblich auch mit Tastatur gehen. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz so sicher. So, schön Fotomodus, so schön lecker Fotomodus. So. Also machen wir schön Foto. Und machen das Ganze wieder zurück. Ich meine, irgendjemand schrieb mal von euch, dass man den Fotomodus auch mit Taste aktivieren kann. Ich muss mal eben kurz gucken. Taschenlampe Zoom. Gamepad. Hat Anzeigen. Sprinten, Waffe abfeuern, Granate, Waffe, Schnellmenü, Baumenü. Z, G, Waffenmodus ändern, das haben wir auch schon alles. Schubbremsen, WASD, bla 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 bla. Waffen abfeuern, Waffenmodus ändern, Scannen, Impulsantrieb, galaktische Karte. Nee, irgendwie gibt's das nicht. Finde ich schade. Finde ich schade. Weil das wäre nochmal auf jeden Fall eine feine Sache gewesen. Aber das geht eben halt auch so schön bei anderen Spielen. Dann kannst du das HUD schön ausblenden und wenn du dann halt eine schöne Tastenkombination hast... kannst mit einem Tastendruck kannst du einen schönen Screenshot machen, ohne allem, ohne den ganzen HUD-Scheiß. Hier ist irgendwo nochmal Antrieb. Ah, sag, komm hoch mit dem Arsch hier. Oder ist hier irgendwo... Nee, da gut, er nicht. Da drüben ist aber nochmal Antrieb, das sehe ich sogar von hier aus. Hier. Sniper. Jo, ein bisschen haben wir noch, die Hälfte. Ja, ich weiß, es ist nicht sonderlich spannend, hier eine Folge zuzugucken, wie ich Antrieb abbaue. Das ist halt so. Das müssen wir durch. Ich muss es ja auch machen. Ich muss es mir ja auch angucken. Mir wäre es ja auch lieber, hätten wir das ganze Material schon. Aber naja, es gehört eben zum Spiel dazu. Das ist immer so eine Sache. Das ist immer so ein Streitpunkt. Will man sich sowas angucken, will man sich sowas nicht angucken. Genauso wie bei 7 Days oder so. Muss man sich angucken, wie ein Let's Player da die ganze Zeit Holz hackt oder... oder nicht. Das, ja. Das sind halt so Themen, die die Welt bewegen.
Aber es geht ja auch schnell. Ich meine, wir haben schon fast jetzt in der Zeit, wo wir gespielt haben jetzt, schon fast 4 Stacks Antrium zusammen. Also das ist schon extrem geil. Und wir sind ja auch gleich fertig. Passt ja auch zum Ende der Folge. So, das war ich aber noch fertig, damit wir in der nächsten Folge nicht mal losziehen müssen. Kommt's ja gleich. So, lalalala. Noch mal Antrium. Da ist Antrim. Da sieht man das gerade so, dass es hier so schön überlappt. Komme. Ah, sie sollen wir so voll. Jawohl. Super. Dann würde ich noch mal sagen, das passt ja wunderbar. 20 Minuten sind um. Jetzt muss ich nur noch den Ausgang finden. Scheiße. Müssen wir mal in die Richtung. Ich glaube, aus der Richtung kamen wir auch. Müssen wir mal gucken. Ja, wie dem auch sei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Fürs Durchhalten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge No Man's Sky wieder, wenn ich dann mal keinen Antrieb abbaue. Und scheiße, hier kommen wir nicht raus, aber wir beschießen uns einfach frei. Ich habe jetzt keine... Oh, guck mal. Perfekt. Dann kommen wir hier doch raus. Sofort. Yes, ah. So. Moin. So, ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge No Man's Sky wieder. Wir werden Lager bauen noch in der nächsten Folge. Und ich befürchte mal, was das fern werden wir nicht finden, insofern, also zumindest nicht auf diesem Planeten. Insofern werden wir da nochmal weiterfliegen müssen und brauche ich noch Höhlen. Da hinten ist nochmal Plutonium sicher, das werde ich gleich mal einsammeln in Aufnahmepause. Oder das können wir eigentlich auch gleich machen. Und dann können wir ein bisschen rumfliegen. Ja, wir können natürlich nochmal zur Anomalie, weil ihr zeigt mir jetzt ja an, anomales Signal entdeckt, da werden wir also auch gleich auch noch hinfliegen müssen. Mal schauen, ob wir da vielleicht irgendwo neue Erkenntnisse finden und ja, also irgendwas gibt es immer zu tun. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.